Wie kommt es neu auf die Beine? Also, die Antwort ist einfach, wenn es passt, wenn es passt und man darf. Ein N, genügt. Also, das Neue braucht eine ganze Menge situative Bedingungen. Menschen, Material, Zeit. Wir nennen es Kontext. Und dann geht der Ideenkeim vielleicht auf. Passt die Umgebung nicht, gelingt es nicht. Kommt man einfach nicht weiter. Was sicher dazu gehört, ist Kommunikation, auch ein bisschen Ressourcen. Das Neue hat immer einen Urheber, ein Autor, eine Autorin, wenn man so möchte, einen Schöpfer oder eine Schöpferin. Was macht Schöpfer aus? Kurze Denkaufgabe, theologisch-psychologische Nachdenkphase. Denken Sie bitte jetzt. Was macht Schöpfer aus? Die Antwort, die hier am besten reinpasst, Schöpfer dürfen. Sie dürfen. Sie haben die Lizenz zum Anfangen. Haben eine innere Starterlaubnis. Sie dürfen auch Fehler machen. Menschen zum Beispiel. Also, ich meine, ja. Sie dürfen Ideen haben, die frech sind. Sie dürfen erfolgreich sein. Was hat das mit Schule zu tun? Sie dürfen auch ein Ziel erreichen. Und sie dürfen das alles, selbst wenn sie die Einzigen sind, die das wollen. Das sagt sich ganz leicht, aber es ist oft ziemlich schwer. Das ist mein Atem. Also wir haben uns überlegt, mit den Atemgeräuschen soll ich den Vortrag ohne Atmen machen? Das ist eine Möglichkeit, dann wäre er sehr kurz. Wem ist das interessant und wichtig? Hand heben. Sie sind sehr freundlich, danke. Oder Sie müssen das ein bisschen so mithören. Also Sie hören mich ein bisschen atmen. Das ist ein Zeichen, dass ich noch lebe. Was machen wir hier? Ja, also genau, begrüßen soll ich Sie. Schönen Nachmittag hier in Linz im kollegialen Kreis. Ich bin auch ein bisschen einer so wie Sie. Also ich habe, glaube ich, 1,93 Stunden. Wochenstunden, das ist nicht meine Hauptbeschäftigung, wie Sie sich denken können. Und ansonsten bin ich freiberuflich. Ein Nachmittag mit Denken, Schmunzeln, mit Gähnen und Staunen. Sie dürfen gähnen, gähnen fördert die Gehirndurchblutung. Gähnen Sie immer wieder. Zum Zuhören, Tratschen, gemeinsam Erfolg genießen und Mutige werden auch lernen, steht hier. Sie können gleich überlegen, ob Sie da dazugehören. Sie haben mir eine große Freude gemacht, mich einzuladen. Und wie ich die letzten Minuten hier zugehört habe, habe ich gedacht, super, Heimspiel. Ja, da bin ich gerne, rede ich gerne, weil vieles von dem, was ich sagen werde, haben Sie offensichtlich schon gemacht. Ja? Und verstehen das vielleicht auch schon, vielleicht auch nicht, was egal ist. Das ist wie beim Verliebtsein. Das versteht man doch auch nicht. Und es funktioniert. Und Sie wollen es haben. Wunderbar. Über Kreativität zu sprechen und zu arbeiten, das ist so wirklich meine Kompetenz. Auch über mentale Stärken. Mental, das ist alles. Ich habe sowas mitgebracht. Das ist so meine persönliche externe Festplatte. So, zweiter Speicher. Hat angeblich jeder Mensch. Wittgenstein hat sich schon sehr darüber erstaunt, dass in jedem aufgeschnittenen Hirnschädel sowas drinnen war. Aber bis jetzt hat man wirklich noch keinen gefunden ohne. Das heißt, die Frage ist, funktioniert das Ding und wie funktioniert das Ding? Ja? Ganz praktisch. Ich mache also viel mit Kreativität, auch immer wieder mal ein bisschen was mit Schulen, also in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr. Das ist eine anspruchsvolle Geschichte, Sie wissen das ja selber natürlich. Da haben wir zum Beispiel einen ähnlichen. Das ist ein bisschen eine andere Struktur, aber ein ähnlicher Name, Jugend Innovativ, das ist ein Wettbewerb für den Gymnasium HTL, HAK, aber auch Berufsschullehrer und Lehrerinnen kennen. Da war gerade letzte Woche das Finale in Wien, wo Jugendliche ab der 10. Schulstufe Sachen erfinden, beforschen, designen, das ganz hervorragend ist. Und da haben wir auch eine Coachingzone gehabt für Lehrer und für Direktoren. Ja, die Direktoren sind sowieso die Ärmsten. Die Lehrer haben wenigstens noch die Schüler,
die Direktoren, die haben nichts. Ja, also manche haben nicht mal einen Schulwart, weil die Schule so klein ist. Oder die kommen, sind immer nur ganz selten oder weg oder so irgendwie. Ja. Also vor allem, wenn Direktoren anfangen, haben sie immer so ein Kommunikationsdefizit. Ja, dann stützen sie sich auf die Lehrer, die aber Pause haben wollen. Aber also das sind meine Erfahrungen aus Coachings mit Direktoren. Ja, die sind unterkommuniziert. Ja. Aber die sind ganz wichtig, völlig klar. Ja, Hochleistung beschäftigen, Hirn beschäftigen, Kreativität beschäftigen. Wir haben das zuerst schon gehört, so die Geschichte, es ist zu wenig Zeit. Ich beruhige Sie, das wird sich nicht ändern. Und es ist auch ein gutes Zeichen. Woran erkennen Sie, dass Sie Hochleister sind? An dem, dass Sie zu wenig Zeit haben. Hochleistung passiert immer im Ressourcenengpass. Das ist so. Das ist bei Sportlern so, das ist bei Politikern so, das ist bei Ihnen so. Stellen Sie sich vor, Sie könnten alles, was Sie sich vorgenommen haben, heute erledigen. Ist das Hirn dann leer? Na, gar nicht. Sofort scrollt sich die nächste Aufgabenliste hoch. Und dann sagen Sie wieder, ich habe leider keine Zeit. Sie haben immer leider keine Zeit. Sie können auch das Wort leider weglassen und sagen, was ich habe, habe ich, was ich machen kann, mache ich. Das Schwierige ist nur, und das ist für die Geschichte mit dem Neuen extrem wichtig, wenn dieses Ding hier, das ja nicht wirklich groß ist, aber sehr viel Energie verbraucht, Sie wissen das, Wiederholung, Biologie, Psychologie und so weiter, wie schwer ist das Ding? 2% Körpergewicht, 2% vom Körpergewicht, zählt nur für Normalgewichtige. Ja? Also Anorexe und übergewichtige Personen dürfen das nicht so rechnen. Und frisst 30%, circa bis zu 30% des Blutzuckers. Das heißt, unter Spargesichtspunkten, wie sagt man so, Gebiete hier aufzudenken. Ja, bist du wahnsinnig, du verbrauchst das ganzen Blutzucker. Und wenn es zum Beispiel aber Stress ist in dem Hirn, dann garantiere ich Ihnen und Ihr Hirn garantiert Ihnen, wenn Stress ist, Stress hat immer mit Angst zu tun. Wo Angst ist, ist nichts Neues im Hirn. Das heißt, wenn Sie Neuem weiterhelfen wollen, ist es unbedingt die Voraussetzung, dass Sie Angst reduzieren. Weil wenn ich mich nicht traue, sage ich es halt nicht. Und wenn ich in Stress bin, macht das Hirn etwas, was automatisch so ist. Es erinnert sich, wann, wie mache ich das im Stress? Ja, gefühltes Schrumpfen, plötzlich fühlt man sich wie damals in der Volksschule oder im Kindergarten oder wie auch immer, erstes Lehrjahr an der Schule unterrichtend. Wie habe ich das damals gemacht? Job, 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 job. Das heißt, akademisch ausgedrückt, temporäre Altersregression. Im Stress geht man immer zurück und macht das, was man früher gemacht hat. Und man beschäftigt sich nicht mit Neuem. Zum Neuen braucht man Sicherheit. Ja, deshalb mache ich ja hier zum Beispiel jetzt einen Vortrag ohne Stress. Also ich tue nur so, als mache ich einen Vortrag. Ich mache so einen Trainingsvortrag. Das ist für mich und mein Hirn ein bisschen angenehmer. Dann brauche ich das nicht so ernst nehmen, das ist nicht so riskant. Und dann fallen mir vielleicht neue Geschichten ein. Ja, was kann ich Ihnen noch sagen? Ah ja, genau, vielleicht, weil Sie ja zu wenig Zeit haben und so. Hier ist die Inhaltsübersicht. Wenn Sie sich das merken, Sie können das auch mit dem Handy fotografieren und dann können Sie es auch schon gleich gehen. Also wenn Sie wirklich so viel zu tun haben, weil die wichtigsten Punkte haben Sie dann schon. Ich stelle Ihnen das daher, da können Sie noch ein bisschen draufschauen. Jetzt kann man sagen, das ist aber grob, nicht? Haut uns hinaus. Nein, wenn Sie sagen, Sie haben nicht so viel Zeit, weil Sie andere wichtige Dinge haben, dann machen Sie es doch so. Hu ja PM, tut lob sich. Was macht Ihr Hirn? Sie können gar nicht anders, als sich, das hat irgendeinen Sinn. Ja? Was soll das heißen? Und haben schon Ideen dazu. Das Hirn verträgt kein Sinnloch.
Das muss sofort eine Antwort finden. Ob die richtig ist oder falsch, das ist dem Hirn völlig wurscht. Aber es muss eine Antwort finden. Das heißt, jede Aufgabe, jedes Neue, wird sofort da oben verarbeitet. Ich sage Ihnen aber, was ich gemeint habe. Können Sie das alles sehen? Ja. Ich habe gemeint, Who heißt, steht für Humor und Leichtigkeit. Das braucht man. Mit Spaß, mit Spiel, ja, da kann alles, da kann 3 und 3, kann 7 sein. Das war schon bei Pippi Langstrumpf so. Oder was 9, weiß ich nicht. Humor ist wunderbar für Neues. Auch für Neues zu denken. Weil, warum? Es ist nicht falsch. Großes Problem für Lehrer. Wenn nichts falsch ist, was soll ich dann beurteilen? Also es ist meine Job Description im Eimer. Ja, also Humor, Leichtigkeit. Ja, das kreative Ja, eine zentrale Geschichte. Das heißt einfach, nicht nur in der Kürze, sagen Sie zu allem zuerst einmal Ja. Oder die verkleinerte Form, aha. Vorsicht auf den Tonfall. Aha, das ist nicht gemeint. Sondern so neutral. Aha. Das gilt für eine Zeit. Das ist wie bei einer Verliebung. Das ist nur für kurz. Das Ja ist nicht für die Ewigkeit. Wir beschäftigen uns dann noch damit. Das PM, gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber was ich hier möchte, ist Prepared Mind. Seien Sie einfach Prepared Mind auf das Neue. Wieso? Wie geht das? Auf das, worauf mein Hirn eingestellt ist, das nimmt es wahr. Erinnern Sie sich an Ihre letzte Schwangerschaft? Plötzlich waren alle Leute schwanger. Wenn Sie nach Bali auf Urlaub fahren, in jeder Zeitung steht Bali drin. Das ist Prepared Mind. Wenn Sie Neues sehen wollen, wenn Sie Neues beobachten wollen, zum Beispiel in der Schule, bei Jugendlichen, bei Ihrem leise vor sich hin alternden präpensionären Lehrkörper, wenn Sie das sehen wollen, sehen Sie mehr davon. Wenn Sie in der Früh reingehen und sagen, das wird heute wieder Tag, sind Sie sofort prepared mind und er wird so. Viel leichter. Das ist PM. Jeder Forscher, die ganze Forschung lebt davon, dass diese Menschen was Neues finden wollen. Richtig finden wollen. Das ist auch ein Vorteil, weil jede Skizze, jede Anregung, wenn ich da sitze und mir denke, ich schaue, ob ich einen Anknüpfungspunkt finde von der Frau Landesrätin, dann finde ich einen. Wenn ich sage, die wird eh nichts sagen, was mir passt, werde ich am Ende auch recht haben. Weil das Hirn ist schon ein bisschen Beamter. Was liebt der Beamter? Bestätigungen. Das ist prepared mind. Tut. Das ist richtig geschrieben, das heißt nämlich Prozessorientierung und Dialog oder Duo. Es ist extrem wichtig, es sind 6 ganz wichtige Punkte, aber es sind 6, weniger geht halt nicht. Beim Neuen nicht auf das Endergebnis schauen, sondern auf das Tun. Das weiß man vorher nicht, ob das gut geht. Beim Neuem weiß man es nicht. Wenn Sie, bleiben wir wieder beim Verlieben, das ist ja irgendwie naheliegend, Sie sind alle im richtigen Alter, beim ersten oder wiederholten Mal, ist egal. Vor dem ersten Kuss wissen Sie nicht, wie das ist, oder? Trotzdem machen Sie es. Und der ist nicht schlecht, weil der nicht zur Ehe führt. Überhaupt nicht. Bleiben Sie prozessorientiert. Ja, das mache ich jetzt mal und dann schauen wir weiter. Ja? Prozessorientierung. Das heißt auch, der Herr Karl würde sagen, Fehler machen dürfen. Das ist genau dasselbe. Ich tue es, ich probiere es und irgendwann passiert dann vielleicht was. Vielleicht auch nicht. Das kann man bei Neuem nicht so sagen. War ja noch nie da. Dialog zu zweit ist immer leichter. Das ist nicht nur in Oberösterreich so, aber auch in Oberösterreich. Sie kennen das, wer von Ihnen hat Rinder? Kühe und so? Einige, Gott, oder zumindest Verwandte haben sowas.
Da hat man entdeckt in der Veterinärmedizin, wenn die befreundete Kuh, die haben auch sowas, ja, die mag ich, neben der weide ich öfter, wenn die befreundete Kuh dabei ist, haben die weniger Stress bei unangenehmen Untersuchungen. Kann man richtig messen, wie viel Cortisol und Adrenalin ist im Blut. Das ist super. Heißt aber, nicht einsam, nicht allein, sondern zu zweit oder zu dritt. Nicht mit der Konkurrenz, mit dem Partner. Der macht auch was Zweites. Ja? Und man hat nicht das Gefühl, man wird da irgendwie vielleicht, weil man nicht aufgepasst hat, verlassen. Ja, tut Lob. Das ist tatsächlich Loben und Anerkennung und Aufmerksamkeit. Weil Prozessorientierung ist, aufmerksam und loben auf das, dass die was tun. Die Menschen, die Hirne. Ja, dass ich probiere, dass ich herumtue, dass ich schaue und so weiter. Und ich werde auch dafür gelobt. Nicht. Also, wenn ich dich nicht kritisiere, ist genug gelobt. Ja? Nicht geschimpft, ist genug gelobt. Das funktioniert definitiv nicht. Das geht so weit, dass wenn man es von außen nicht kriegt, macht man sich selber loben. Nur wenn man das nie lernt, dass man an sich gut ist, ja, so eine Grundgutheit besitzt oder transaktionsanalytisch das okay, ich bin okay Gefühl. Wenn das nicht da ist, ja, ist ja die Gefahr, dass wenn mein Wert nur von meinem Ergebnis abhängt, jeder Fehler mich vernichtet. Das darf nicht sein. Ist auch beim Humor nicht so. Da ist ein Fehler, hoppala, aber keine Tragödie. Das ist der Unterschied. Ich kann nur im Prozess oder im Neuen etwas riskieren, wenn man das nicht den Selbstwert kostet. Gott. Das ist ja nur jetzt die Voreinstellung da. Sich heißt nicht sich selbst loben, also wo sind wir bitte? Natürlich, heißt hier gefühlte sichere Basis. Das ist das, was jeder von Ihnen mit Sicherheit hat und auch merkt, wenn sie zu klein geworden ist. Die gefühlte sichere Basis kann sein mein Sessel, ja, das kann sein meine Frau, meine Mutter, das kann sein mein Hund, das kann sein ein Platz an der Donau, nicht jetzt, aber sonst. Ja. Etwas, wo ich sicher bin, wo ich das Gefühl habe, da bekomme ich was, von wo ich mich losgehen traue zu Expeditionen, ins Neuland. Es geht doch nicht jemand auf eine Expedition und weiß nicht, wie er wieder zu Hause kommt. Also ihr Hirn mag das nicht, normalerweise. Gut, also das ist das fürs Handy. Ja, und wenn Sie an dieser Stelle gleich gesagt, wenn Sie was gelernt haben, wenn Sie da dazugehören, gleich irgendwie ein Handzeichen, dann werden wir diesen Lerneffekt gleich verstärken. Ja, weil das gehört dann gleich belohnt. Da bekommen Sie dann kalorische Lernverstärkung. Ja, hat schon wer was gelernt? Doch? Ja, super. Das kann man ja auch nicht vorhersehen. So. Wer war das? Sie waren das, gell? Sehr schön. Ja, bitte. Sie haben was geleistet. Ich nicht. Also, ich habe da nur geredet. Also so einfach ist es. Warum? Einfaches System. Wahrscheinlich bei Ihnen auch. Schauen Sie mal nach. Also nicht von der Form her, sondern das Hirn sagt, um es genau zu zitieren, weil das ist so schön, geht's gut, machen wir es wieder. Geht's schief, lassen wir es lieber. Wenn die Belohnung kommt, macht's wieder. Wenn nie was zurückkommt am positiven Echo, wieso sollte er das tun? Der Hirn hier. Ja, da sagt man, du Hirn. Ja. Gut, wie entdeckt man Neues? Da gibt es ja so Phasen und das machen wir jetzt gleich. Jetzt brauche ich zwei schreibkräftige Leute, also die schreiben können prinzipiell, nur einen Buchstaben A und H. Frau Landesrätin, darf ich Sie kurz? Wollen Sie lieber rot oder schwarz? Hat keine Aussage. Schnell entschieden. Ja, am zweiten?
Nein, Michael. Gut. Was soll ich schreiben? Große A's, bitte. Große. Und Sie schreiben große H's. Ja? Ganz große, Großbuchstaben A und H. Einfach so wild durcheinander. Groß, ja, schön leserlich, ja, viele. Ja, noch weiter. Da ein bisschen, Sie, vielleicht wollen Sie den applaudieren und aufmuntern. Mhm. Ja, das ist ja wundervoll. Ja, das ist schon okay. Ja. Gut, danke. Das ist der Sympathisch jetzt so einen kurzen, einen kreativen Prozess hier gemacht. Und hier sehen Sie, aber Sie erkennen es noch nicht. Kurz zusammengefasst die drei Phasen von Neuem. Das ist die erste Phase. Schnell gelesen. Das ist die zweite Phase. Aha. Und das ist die dritte Phase. Am Anfang ist die Neuigkeit. Das ist ein Blödsinn. Das ist ein Mond auffliegen. Wie wollt ihr am Mond auffliegen? Was soll ein Klebstoff, der nicht klebt? Das ist so ein Blödsinn. Sie kennen die Geschichte mit Post-it. Der Post-it-Kleber wurde so erfunden. 3M wollte damals einen besonders festklebenden Kleber machen. Was ist rausgekommen? Einer, der überhaupt nicht fest wird. Papa, was hast du denn heute gemacht? Einen Kleber erfunden. Und wie ist er? Na, hält nicht. Super. Erste Phase, völlig irritiert. Ja? Vor 15 Jahren hätte man sich gefragt, alle Kinder haben 1 bis 2 Handys. Hätten sie total gelacht. Oder? Sie selber. Sie werden im Unterricht angerufen und heben ab. Na nie. Ja? Haha. Zweite Phase. Aha. Aha, der klebt nicht. Der hat was verwendet, damit der eine Mann hat es damals, so ist die Geschichte, wird es erzählt, hat er sich damit so Notizblättchen auf Notenblätter, weil der hat im Chor gesungen, festgeklebt. Und dann wieder runtergenommen, weil das waren wertvolle Noten. Und irgendwann einmal ist dann jemand vom Marketing draufgekommen und gesagt, da könnte man doch was machen draus. Ah, das ist das Dritte. Ha, 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 ha. Aha, ein bisschen neutral, sagt mehr. Ah, gut. Lernen hilft. Ah. Lernen soll helfen, das muss man wissen. Ja? So, also, wir wollen nicht über die Schule reden, sondern nur über, wie kommt das Neue. Das sind die drei Phasen. Hat wer was gelernt? Wieder nichts. Das war der Sinn von dem Ding. Und was jetzt so ich hier gemacht habe mit den Buchstaben, das ist das, was im Hirn notwendig ist. Und was passiert und wofür der Herr Leonardo... Sie kennen ihn vielleicht noch, Leonardo da Vinci, schon lange tot. Der hat Dinge erfunden, indem er Muster, zum Beispiel vom Wasser, übersetzt hat auf Waffen. Oder von Stadtkanalisierung, was damals auch schon gegeben hat, nur waren das halt Oberflächenkanäle, auf anatomische und physiologische Vorgänge im Körper. Der hat Muster entdeckt und in verschiedenen Bereichen angewandt. Und ich habe hier Muster entdeckt und sie anders weiterverwendet. Das ist das, was im Hirn am meisten passiert bei Kreativität, ist, dass man Muster, hey, die Kuh macht es so, ist es vielleicht bei uns auch so, dass man die übersetzt. Ja? Gut. Das war das. Wie schauen neue Ideen aus? Manchmal so. Und wenn jemand nicht aus dem landwirtschaftlichen Bereich ist, dann sagt er, was ist das? Was soll denn das sein? Was wird das? Naja, das ist wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja? Gebitte.
Was steht da drauf? Dritter, Sechster. Nein, das ist nichts. Das ist nichts. Okay. Haben Sie es gedacht? Ja. Ich habe es befürchtet und kaum habe ich mir es gedacht, ist schon passiert. Wenn ich eine Idee, wenn ich jetzt ein Ideenhörer war und das Ei hat mir jemand gegeben, eine Idee, ich habe eine Idee ausgebrütet und der tut so mit meiner Idee, dann weiß ich eines bei mir, der kriegt keine mehr. Nie. Das gibt es ja nicht. Ja? Das ist ja unvorstellbar. Der hält sich nicht an diese Regeln da drüben. Das ist einer der schwierigsten Momente von neuen Ideen. Und wir haben das da gehabt. Wie kommt das neu auf die Beine? Die erste Idee, wenn die gesagt wird, zu früh oder für jemanden, der es nicht auskennt, ist schwer zu verstehen und überlebt es vielleicht nicht. Das ist der erste Moment gewesen, aus dem wird nichts mehr. Und wenn das einmal schon so groß ist, die Idee weiterentwickelt ist, dann kann das runterfahren, mag es vielleicht nicht sehr, aber es funktioniert. Lebt noch. Aber wenn man ein bisschen drückt. Ja. Hey, du wirst eine Ente. Ich habe mir gedacht, du wirst ein Huhn. Na gut. Der schwierigste Moment, ich mache sehr viel Kreativitätstraining für Redaktionen, für Führungskräfte, für Journalisten, für Gestalter und so. Also wirklich viele. Ich bin 40 und das schon seit ungefähr 24 Jahren. Also ich habe da schon einiges gemacht. Der schwierigste Moment. Erzählen Sie jemandem, was Sie für eine Idee haben. Und wahrscheinlich wird er sagen, du spinnst. Weil das Neue, das erkennt man doch nicht. Außerdem ist es nicht schön. Ich habe nur ein paar so Beispiele mitgebracht. Das hier. Was ist das? Was ist das? Bitte? Styropor, Sie sind fantasielos. Aber Sie haben recht. Das ist so typisch. Ja? Das sagen wir, da kommt ein Kind und sagt, was ist das? Styropor, was ist das? Eine mathematische Rechnung. Ah. Natürlich ist Styropor. Ja? Bauplatten. So ähnlich schaut das erste Modell von Wolfgang Brix aus. Wolfgang Brix, Coop Himmelblau, einer von den beiden. Und das wird gerade die Europäische Zentralbank in Frankfurt. Das ist das erste Modell. Und Sie sagen es nicht, wenn ich Ihnen das zeige. Übrigens, wir machen das so mit der EZB. Das bauen wir und das kostet 400 Millionen Euro. Dann lachen Sie jetzt schon, genau. Und es ist gut, dass Sie lachen. Das ist nämlich versieren wieder am besten. Und jetzt müssen wir mit dem kreativen Jahr weiter tun. Da ist alles drinnen, nur es schaut noch nichts gleich. Die Schönheit, die kommt erst. Wer hat ein Baby gesehen, direkt nach der Geburt? Also Bauch raus. Wer hat das? Ja, schon ein paar. Dürfen wir Männer aufzeigen? Ja. Okay. Jetzt mal ganz ehrlich. War das schön? Nein. Also wer jetzt so nickt, der hat nicht geschaut. Wahrscheinlich war das Kind, also hoffentlich am Leben, davon gehen wir aus, wünsche ich auch hier. Das war schlatzvoll, wahrscheinlich ein bisschen blutig. Solche Augen, unverständliche Laute, oder so, ja, verschmiert an einem Schlauch, der unregelmäßig war, ja, nicht, der war nichts. Ja. Und sie, war das ihr Sohn oder Tochter, halten Sie es daneben, schaut einmal ähnlich. Mit Sicherheit nicht. Erst nach dem Waschen. Aber nicht vorher. Das haben mir Mütter gesagt. Ich habe meinen Sohn auch gesehen, war auch bei der Geburt dabei. Ich habe den natürlich angestrahlt und er mich nicht, aber ich habe ihn geliebt. Natürlich, das ist noch immer, der ist inzwischen
33 aus dem Ärgsten raus, aber schön war der nicht. Eine neue Idee ist nie schön. Wenn Sie sagen, ja, das ist nicht schön, dann bin ich sicher, in Ihrer Umgebung werden keine neuen Ideen aufwachsen. Sondern nur so, diesmal machen wir es hellblau, früher haben wir es hellgrün gemacht. Das ist aber noch nichts Kreatives. Die neue Idee bekommt erst ihre Ästhetik. Das würde für Sie heißen an der Schule, ich muss über das hinwegschauen, dass das nicht schön ist. Kommunizieren, ja? Loben, aufmerksam sein, kreatives Ja machen und Zeit geben. Da gibt es ja nur so ein Beispiel, ich liebe solche Beispiele, so haben Sie sicher auch gehabt. Ja? So, Schucherl für Kinder, die nicht gehen können. Jeder kann zuerst einmal nicht gehen, Sie auch. Und dann, was passiert beim ersten Schrittversuch? Was passiert? Stürzt. Was sagt dann der pädagogisch geschulte Vater? Ui, 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 das schaut nicht gut aus. Das ist das Erste. Reiß dich zusammen. Genau. Woraufhin das Baby hoffentlich das Richtige macht, anfängt zum Schreien oder sich denkt, dem zeige ich nichts mehr. Was macht der zweite pädagogisch gut geschulte Vater? Na, schauen wir mal. Ja, na, schauen wir mal. Neue Chance. Du hast eh eine Chance. Ja, schauen wir mal. Aha. So haben Sie Ihre Kinder auch nicht aufgezogen, oder? Natürlich nicht aus der passiven Rolle, sondern was das Kind braucht, ist entweder allein lassen, ist schon okay, Förderung, Zustimmung, Zeit und Interventionen. Man muss jetzt das Kind nicht am Arm ziehen und sagen, schleifst durch die Gegend, das ist uninteressant. Da lernt es nämlich nur, ich bin abhängig und das soll so bleiben. Ich habe es 10 Jahre schon gelernt. Nein, sondern fördern, fordern, was tun, pflegen, unterstützen, füttern, locken, alles Mögliche. Ja? Und dann kommt schon was raus. Ob es Madonna wird, oder Madame Curie, Albert Einstein, was auch immer, das wird man schon sehen. Ja? Oder ein Politiker, was mehr ist, weiß man noch nicht. Trotzdem pflegt man. Hoffentlich. Und bei neuen Ideen ist es genauso. Das geht ohne die Betreuung nicht. Mit Sicherheit. Zumindest muss man es allein Klavier spielen lassen. Die neue Idee. Mhm. Gut, jetzt sind wir schon ziemlich weit gekommen. Ja, sind wir noch für Zeit? Wie viel Zeit? Ich habe schon Uhr, aber ich habe nicht so genau. Bis halb, dann machen wir Pause, oder wie? Oder wie soll denn das sich ausgeben? Na gut, jetzt sind wir bei der Sache kreatives Ja. Das kreative Ja ist also, wie gesagt, erklärt, glaube ich, was das ist nicht das kreative Ja, das ist das Gegenteil. Das kreative Ja heißt, wenn jemand eine Idee hat und mit der zu Ihnen kommt, ob das jetzt ein Ei ist oder ob das Worte sind, die er, von dem was er erzählt, ein Kollege und sagt, wir machen da was und wo ist die Frau Volksschuldirektorin, wo sitzt die? Ich will das auch machen, Vorsicht und so weiter. Natürlich kommt Vorsicht. Ja? Das Neue ist fürs Hirn unheimlich schwierig. Das soll was denken, was es noch nie gedacht hat. Das ist ganz normal, dass das schwer ist. Das wäre abnormal, wenn das nicht schwer ist. Ja? Und dann wird es so, na, das geht nicht und so. Ja? Oder was sagen die meisten? Ja, aber hast du schon gedacht, wie teuer das ist? Und jetzt kommt der ins Spiel. Wenn der jetzt so eine Idee sagt, drehen wir das mal so ein bisschen um. Ja? Lehrer sagt die Idee, was sagen Sie als Chefin dazu oder als Chef? Ja, Chefin, wir können das doch machen, wir beteiligen uns bei diesem oberösterreichischen Jugendschule innovativ.
Und Sie sagen, ja, aber wir haben so viel Matura jetzt und Prüfungen und außerdem haben wir diese Zertifizierungen. Ja, aber das geht nicht. Wann habe ich den eingeschalten? Immer bei aber. Das Ja, aber ist so viel wie nur aber und ist wie ein Handstaubsauger. Wunderbar. Ja, das ist ganz gut, aber. Das kehrt alles weg, saugt alles auf, was an Zustimmung vorher da war. Sagen Sie das kreative Ja und das heißt, ja, sag mal, erzähl mehr. Wie stellst du das vor? Was ist das? Komm, gib Text. Ja? Dann entwickelt der Mensch entweder, was er eh schon gedacht hat, oder er entwickelt es neu. Wir könnten noch was machen, die nächste Veranstaltung von dem, das machen wir. Also ich finde, das wäre gut, wenn wir das so von ganz weit oben machen, dass wir richtig so auf Oberösterreich draufschauen können. Das wäre doch ein guter Schnitt auch fürs Fernsehen. Ja, daraufhin sagt sie, ja, aber hast du nicht dran gedacht, wie teuer das ist? Ja. Aber sie geht auch so, aha, ja, wie, erzähl mehr, sag ein bisschen mehr, gib mir ein Bild, wie stellst du das vor? Sag, komm, ich höre dazu. Naja, und dann mit der Kamera und dann so oben oder so mit einem Hubschrauber, das sind ja auch nicht so teuer und vielleicht über das Bundesheer oder so. Oder, naja, es wird aber wahrscheinlich schon teuer sein, ja. Hast du irgendwie recht? Nee, aber vielleicht können wir zum Beispiel nur so eine Landkarte von Oberösterreich nehmen und da können wir mit der Kamera vom Balkon so herunter. Naja, vielleicht doch nur mit dem. Ja, das ist so ehrlich gut. Und daraufhin, die Zuhörerin hat gar nicht viel gemacht, hat nur ja und aha, sag mehr gesagt, das kreative Ja. Und ich habe weiterentwickelt, habe meine erste Idee verworfen und ich bin zu dem gekommen, ja, da machen wir so, vielleicht gibt es so ein Modell, ja, irgendwo so ein Museum oder sowas, ja, und dann machen wir das so von oben. Ja, vielleicht gibt es auch im Internet. Das ist was, da kümmere ich mich drum. Und ich habe selber von dieser unmöglichen Idee abgelassen und bin zu dem anderen neu gekommen. Das ist diese kreative Ja-Haltung. Die zeigt Respekt, ist prozessorientiert, weil am Entwickeln orientiert und nicht an dem, dass das vielleicht verkehrt ist oder gar nicht geht. Ja? Weil Alt-Wien und der Jugendstil war einmal eine ungeheure Revolution. Und jetzt will man es nicht wegwerfen mehr. Wie das gekommen ist, haben die Zeitungen monatelang in Wien, Michaelerplatz war damals die Geschichte, das verrissen. Wahnsinn! Und jetzt? Jetzt schützen wir das Ding. Das passiert neuem so. Und wenn Sie das wissen, haben Sie Kompetenz zu sagen, Vorsicht, da ist ein Fettnäpfchen oder ein Ei. Ja? Und über das steigen wir drüber, dann schauen wir mal, wie das ist und dann kommen wir so mit der Zeit, werden wir schon einen Weg finden. Und vielleicht stellt sich auch heraus, das ist unmöglich. Ja? Wann kann das ein Mensch? Und am Anfang habe ich gesagt, wenn es passt und man darf. Diese gefühlte Sicherheit, die gibt es beim Militär, die gibt es bei der Feuerwehr, Katastrophendienst, die gibt es bei den Bergsteigern und die gibt es in jedem von uns auch. Aber da haben wir halt so schöne Beispiele. Hier ein Buch von einem Bergsteiger. Ich habe irgendwie eins zu wenig eingepackt, zum Beispiel das Buch von der Gerlinde Kaltenbrunner, Oberösterreicherin, Kindergärtnerin aus Spital am Büren, 8000er ohne Sauerstoff, ja? Wahnsinnsgeschichte. Den letzten Berg, den sie besteigen wollte in dieser Serie, K2 glaube ich war das, wie viele Anläufe hat sie gebraucht? Vier Anläufe. Die ist dreimal zurückgekommen und war nicht oben. Wie hat es da auf ihrem Basislager, also so auch wie hier, ja, wie hat es da ausgeschaut? Na Gerlinde, wie war es? Warst du oben? Na ja, nicht ganz. Was heißt nicht ganz? Ja, 150 Meter mal geführt. Gebiete, Herr.
8500 Meter oder was hat der? Wir sitzen da unten, so lustig ist er da auch nicht. Und du erst kannst dich nicht zusammenreißen, gebete oder schneller gehen oder sowas. Solche Menschen sind nicht im Basislager, die ergebnisorientiert sind. Dort sind welche, die sagen, schön, dass du da bist, ich mache dann Tee, ja, Duschwasser ist auch warm, ja, und so. Deine Schwester hat schon angerufen, ganz wichtige Person für sie. Und solche Sachen. Na, vielleicht gelingt es nächstes Mal. Bergsteiger, Expeditionen, Militärs machen erst dann den Aufbruch, wenn die das Basislager, das in der Welt das Basislager, fertig ist, gut eingerichtet ist, auf einem sicheren Platz ist. Dann geht's los ins Neue. Und das braucht jeder, der Ideen findet. Wenn ihr eine verrückte Idee habt, ich will Weltmeister werden, sagt jeder, du bist verrückt. Vielleicht hat er auch recht. Und vielleicht komme ich selber drauf. Ich muss das nicht wissen vom anderen. Ich brauche aber eine Basis, von der ich losgehe. Ich brauche auch, wenn mir ein Fehler passiert, wenn ich als Kaltenbrunner nicht da am Berg hinaufkomme, muss ich irgendwie einschlafen können. Und das heißt zum Beispiel, mein Selbstwert hängt nicht vom Ergebnis ab, sondern von mir als Person. Ich muss das von der Leistung auch trennen können. Das heißt auch, ich kann Fehler machen. Ich darf was erfinden und alle 10 Erfindungen können einer Blödsinn sein. Dann erdenke ich weiter, dann kann ich Schritte gehen. Vielleicht ist nämlich auch etwas, was ich mal gedacht habe jetzt und gemacht habe, eine Brücke für was anderes, für was Nächstes. Wenn Sie einen Schmetterling anschauen und Sie schauen sich eine Raupe an, gebietet, der sitzt auf meiner Rose. Weg mit der Raupe. So werden Sie keine Schmetterlinge kriegen. Natürlich lassen Sie die Raupe drauf. Und es ist gut zu wissen, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Wenn Sie das nicht wissen, ist es schwierig. Und manchmal hat man solche Umwege, weil es geht um Neues. Und jeder hat ein Stück gefühlte sichere Basis in sich. Und das ist das, was ich sage, ich habe es probiert, das ist nicht gegangen. Ich habe es ausprobiert, es war ein Fehler. Ist schade, ich hätte es gern gehabt, aber ich bin trotzdem okay, auch wenn ich einen Fehler gemacht habe. Wenn ich mir nicht was sagen traue, kann man nichts weiter ausprobieren. Vielleicht haben Sie noch in Erinnerung die Geschichte mit dem Elchtest, mit dem Smart-Auto. Ja? Was? Die A-Klasse, ja? Der ist da umgefallen. Denkt man sich, da hat man lange gerätselt, war das nur ein Marketing-Gag? Ich kenne einen der Coaches aus dem Unternehmen und wir haben das auf einem Kongress einmal besprochen. Und der hat nämlich selber gefragt, ist das nie besprochen worden? Haben die dann irgendwann so herausgerückt, nein, das haben schon alle gewusst, fast. Aber es hat sich niemand sagen traut. Super. Ja. Ich brauche auch das Rückgrat, die Basis, um Fehler zu machen, um was zu sagen, um was auszuprobieren. Und das ist das, was in Ihrem Schulkulturalltag so wichtig ist. Angst hilft Ihnen da nichts. In der Angst wiederhole ich, was ich kenne. Mit Neuem brauche ich Sicherheit. Und Sie kennen selber, Ihre Mutter stirbt, ich wünsche es nicht, aber vielleicht, wahrscheinlich wird es einigen schon passiert sein. Sie übersiedeln, Scheidung, alles Mögliche, blöd, Auto zusammengefahren. Da hat man das Gefühl, und jetzt nur nichts Neues. Nur nichts Neues, ich kann jetzt nicht, ich bin so mit dem beschäftigt. Und irgendwie steht man dann so da. Da hat man irgendwie ganz einen kleinen Sicherheitsplatz. Und was man dann als Coach da auch machen würde, wäre wieder die gefühlte eigene sichere Basis zu erweitern. Ja, gut. Naja, vielleicht machen wir mal so ein bisschen Fragen, oder? Und Frau Fenninger, Sie geben mir dann irgendwie so Signale, wenn ich die Schlusskurve kratzen soll. Ja, Fragen von Ihnen, mitreden. Das Lernen, das haben Sie inzwischen eingestellt, habe ich schon gemerkt. Jetzt, ja. Kann passieren. Ah, Sie haben nichts gelernt. Ja, ist das na fürchterlich. Gleich mein Selbstwert. Na, gar nicht, wir haben das probiert. Okay, Fragen, Kommentare, Erkenntnisse. Auch Erkenntnisse, ich habe was gelernt. Hm?
Der Blutzuckerspiegel ist voll. Der Blutzucker, soll man den Blutzuckerspiegel auffüllen? Ja. Na, ganz am Ende, dann lasse ich das herumgehen, aber wir haben noch kein Ende. Ja. Aber vielleicht ist es fürs Ende besser dann. Ja. Tun wir mal so, als hätten Sie alle was gelernt. Na, ich soll herumgehen, ich bin, sondern nehmen. Ach so. Ja. Ja. Okay, während wir das so machen, was haben Sie sich bei dem gedacht? Hängt so da. Wissen Sie, was da steht? Tempo. Mhm. Einer der großen Fehler, ja, aber, ist ein Fehler, tut man nicht. Zweites ist zu schnell reagieren. Ich weiß eh schon, was kommt. Super, super, super. Sie wissen gar nichts, weil das Neue hat es ja noch nie gegeben. Tempo fallen. Schnelligkeit ist für Neues nicht gut. Wenn Sie sagen, ja, ich weiß eh, was da kommt, nicht gut. Gar nicht gut. Sage ein bisschen mehr, kreatives Ja, dann kommen wir wieder voran. Wer es ganz schnell haben will und immer nur gute Ideen hören will, der hat es schwer. Gut, Fragen? Ja. Kommentare? Es heißt sehr häufig, dass Kreativität nicht lernbar ist, sondern nur förderbar. Ja. Was ist Ihre Meinung dazu? Das ist ja umstrittene. Das hängt jetzt vom Standpunkt ab, wo man das behandelt. Wenn ich ein Gehirn hernehme, das ist nicht fertig. Das Gehirn lernt immer. Ja, insofern lernt es auch immer Neues dazu und das kann man sagen, ist das schon kreativ oder nicht. In unseren Seminaren, Teaching Innovation zum Beispiel, dann ist der erste Punkt so von den Basics, Kreativität kann man nicht machen, aber man kann sie bremsen. Ich kann nicht machen, dass Sie eine gute Idee haben, aber ich kann Sie bremsen beim Ideen machen. Ja, ich kann Sie einfach so immer wieder, nein, und so geht es nicht, und hören Sie auf und machen Sie diese Arbeit und das ist schlecht, machen Sie so, wie ich gesagt habe und so. Das könnte ich machen. Also ich bremse Sie. Verhindern, wenn Sie ganz, ganz stur sind, kann ich es nicht verhindern. Ja. Machen kann ich Sie auch nicht. Ich glaube, dass man ganz viel entwickeln kann, wenn man das ein Stück auch gewohnt ist. Das ist ein bisschen wie im Sport. Man gewöhnt sich im Sport zum Beispiel an große Mengen Stresshormon. Da muss man sich gewöhnen dran. Das ist das Hirn nicht gewöhnt. Aber ich kann das machen. Das sogenannte Adrenalin-Junkies. Ich kann Hirn gewöhnen an unvorhergesehene Situationen. Ich kann als Musiker immer diese Sonaten spielen und sowas und nichts. Ich kann aber sagen, ich mache regelmäßig Improvisationsübungen. Ich improvisiere. Das machen Musiker, das machen alle Schauspieler so, die im Film sind, die haben alle Improvisationstheater gemacht. Musiker, die gehen alle in Jam Session, die machen alle solchen Geschichten, damit sie im Hirn, damit es nicht so fremd ist, wenn eine neue Idee kommt. An das kann man sich gewöhnen. Wenn Sie 30 Jahre lang immer ins selbe Hotel, ins Zimmer 4 fahren und dort, dann wird Ihr Hirn allmählich auch so diese Farbe annehmen. Gefühlt. Ja? Aber sie geht absichtlich so. Na, gehe ich nicht hin. Ja, genug Antwort? Ja? Erstaunlicher, vielleicht nur eins, erstaunlicherweise, wenn ich ein bisschen aus dem Jugendinnovativ-Finale erzähle, Sie finden das auf YouTube und brauchen nur Jugendinnovativ.at, gibt es auch so kurze Spots und so weiter, können Sie sehen, da sind manche Jugendliche, wo man sich denkt, ob der zählen kann. Und die finden sensationelle Dinge, wirklich sensationell. Ja? Und bringt es auch zum Ende. Es ist ganz, ganz erstaunlich, was die Leute können. Auch wenn die ganz, ganz jung sind und vielleicht nicht noch so besonders viel Kreativität ausschauen. Im Lehrkörper ist wichtig, dass alle sagen, ja, wir sind dafür. Und geht sich jetzt nicht aus, kann ich Ihnen aber empfehlen, sich das zu suchen. Oder demnächst, wenn die Wiesen wieder trocken sind, schauen Sie mal Knirpsen zu, wie sie Fußball spielen. Die rennen herum, alle so am Knäuel. Ja, sogenannter Knäuelfußball ist das. Ja. Alle wollen am Ball sein. Ja, auch sehr egoistisch und es entspricht aber auch der Hirnentwicklung. Und dann schauen Sie sich ein Match an aus der Bundesliga oder
aus der Champions League oder wo auch immer, da werden Sie sehen, das sind noch immer so viele Spieler und die rennen noch immer so viel, vielleicht sogar mehr, und die haben noch immer nur einen Ball. Und alle rennen. Wieso rennt der von innen her gesehen links außen, obwohl der Ball da drüben auf rechts außen ist? Das ist ja das ist ja nicht sparsam. Das ist ja gar nicht ökologisch und nichts. Wozu? Der hat den eh und der kriegt den ja nie. Und da hinten rennen nur 10 mit. 9. Warum? Weil das ganze System das braucht. Und die Schule muss als System diese kreative Kultur tragen. Und wenn das ist, da sagt niemand, hey, du warst ja nie am Ball. Nein, das ist auch nicht die Funktion hier. Hier ist die Funktion zum Beispiel, welchen ablenken oder sowas. Zum Beispiel irgendwelche Eltern beruhigen, dass wenn die Kinder was Neues machen, dass das nicht so schlecht ist, die kriegen trotzdem ihren Platz bei der Föst. Oder sowas. Das ist wichtig. Ja? Das heißt, möglichst viele, alle in der Schule sollen das mittragen, die Idee dieses Kreativseins. Jeder dort, wo er hingehört, wo er das gut kann und so weiter. Auf das schauen wir dann, was da passt und ob sie was Spezielles brauchen. Ja? Aber da wirken alle zusammen. Weil alleine kann der da drüben so gut, nicht einmal der Messi bringt es zusammen, die Tore zu schießen. Da haben sie zu viele Gegner. Und sie haben viele, die gegen Kreativität sind. Ja? Denken Sie laut. Sollen wir vielleicht noch, dann zeige ich zum Abschluss noch zwei Werkzeuge. Das eine Werkzeug ist, jagen Sie Hauptworte. Jagen Sie Hauptworte. Das ist eine Übung fürs Hirn. Ein Hauptwort, wenn Sie ein Hauptwort hören, so wie zum Beispiel Freundschaft oder Schulentwicklung, dann hat das Hirn die Idee, da kommt irgendwas, was man anschauen kann. Da kommt so ein Mensch herein. Ja? Mensch, da weiß man sofort, das schaut ungefähr so aus. Ja? Viele von uns, wahrscheinlich auch viele von Ihnen, sind gewohnt, sich, wenn sie sich gewählt ausdrücken, möglichst abstrakte Hauptworte zu nehmen. Ja? Ausgleich. Wie sieht man das? Das ist ganz schwierig. Das Hirn will sich ein Bild machen. Und ein Bild, wie schaut Ausgleich aus? Ja? Wie schaut Tüte mit 3 Kugeln Eis? Wie schaut das aus? Wenn ich das lese, wenn Sie das lesen, aha, und Ihr Hirn denkt, und denkt sich vielleicht irgendwas. Und jetzt machen wir ein kurzes Spiel. Wir haben viel zu wenig gespielt. Und jetzt zeige ich Ihnen was, von wegen Bild. Das ist doch dasselbe, ja? Tüte mit 3 Kugeln Eis. Und jetzt schauen Sie mal, was Ihr Hirn macht, wenn ich das jetzt so halte. Laut, was denken Sie? Das Eis fällt runter. Naja. Zweiter Versuch. Sehen Sie, dass Eis runterfällt? Wer hat jetzt ja gesagt? Das ist Visualisieren. Einstein hat diese Geschichte mit der Lichtgeschwindigkeit und Relativitätstheorie und alles das erfunden, entdeckt, angeblich in einer Mathematikstunde, weil er im Fahrt war und er beim Fenster ausschaut hat und sich überlegt hat, also so stehen es in den Biografien, er sitzt auf einem Lichtstrahl
und fliegt mit Lichtgeschwindigkeit durchs All und hat einen Spiegel vor sich. Er fliegt schon mit Lichtgeschwindigkeit. Sieht, und dann gibt es noch irgendjemand, der den beiden zuschaut, der dem Einstein und dem Spiegel zuschaut. Und dann hat er sich gefragt, kann ich mich im Spiegel sehen? Er fliegt schon mit Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, das Bild war zuerst da. Und wenn das Bild verarbeitet wird im Hirn, wird Emotion ins Spiel gebracht. Da sind wir wieder bei, was gelingt, mache ich wieder, was nicht gelingt, lasse ich lieber. Die Schwierigkeit auch für Sie bei dieser ganzen Kreativgeschichte ist, Bilder zu entwickeln oder den Menschen, die so weit zu führen, dass die diese Vorstellung, diese Idee so erzählen können, dass in ihrem Kopf eine Geschichte oder ein Bild entsteht. Weil das Bild anders verarbeitet wird. Ja? Natürlich tropft es. Aber wenn Sie es so sehen, tropft es nicht. Und das heißt zum Beispiel, was habe ich von Kreativität? Wenn nur solche Antworten kommen, wird das Hirn nicht bewegen. Aber bei sowas, na, dann schon. Ja? Weil es sie berührt. Das Hirn reagiert auf Emotionen, also Notwendigkeiten sowieso, aber dann auf etwas, wo ich sage, ja genau, das will ich oder das muss ich verhindern. Und wenn Sie das ins Spiel bringen, irgendwie, dann wird das Herstellen, das Arbeiten, das Dranbleiben, wie bei diesen Projekten, dann wird es sinnvoll und dann wird es auch gestartet. Und das Letzte, das passt auch gut, weil das ist ein Wort, das da gut herpasst. Ich bin zu müde, wir sind zu viele. Sagen Sie diese Worte und lassen Sie diese zwei Buchstaben einfach weg. Sagen Sie einfach, ich bin müde, wir sind viele. Und was passiert im Kopf? Das denkt weiter. Aha, wir sind viele. Aber wenn ich sage, wir sind zu viele, passiert völlig was anderes. Ich bin jetzt zu fertig. Dankeschön.